Was haben wir da? Einen großen Devil-Skip. Den größten im ganzen Spiel. Ja, den wollen wir uns nochmal ansäumen. Ne, wir haben hier 100 Teams. Alter Wichser. Da. Da ist halt das Thema. Da umgehen wir wie folgt. Wir umgehen die ganze Mission. Ja. Das heißt, wir machen es uns jetzt eigentlich ziemlich einfach. Wir starten die Mission. Dann müssen wir kurz warten. Vorspring umdrehen. Sie hält sich fest. Wunderbar, alles klar. Fahrstuhl ist weg. Immer raus. Handball, runter. Wenn uns die Ecke fehlt beim ersten Mal, natürlich wieder nicht klappt. Ich kenne mich da nicht. Auf jeden Fall. Natürlich beim ersten Mal nicht. Na ja, klar. Ist jedes Mal das, jedes Mal. Den Winkel nehmen. Hoch, festhalten. Drin. So, dann ist der mal auf jetzt. So, dann einmal hoch. Warte. So. Einmal rein hier durch die Bäume. Zack, rollen, drüber. Mit Geschwindigkeit arbeiten. So, nicht aufpassen, nicht weiter als nach hier laufen. Checkpoint ist aktiviert. Ich komme jetzt hier wieder zurück. Ja. Dann braucht ihr jetzt hier wieder nur. Zack, dran. Ich bin draußen. So. Gut. Der Gridnode ist nicht weit von deiner ganz einfach ist, ich komme mit dem Seil hier oben an, muss das ganze Border abrennen und machen den Turm überall. Dann kommt ihr unten raus und dann könnt ihr, also wenn du ein guter Casual-Spieler bist, kannst du sagen, 10 Minuten. Bist du durch. Also einfach, ne? Vergessen. Nicht vergessen, wenn ihr jetzt unterwegs seid. Immer schön. Bunny Hops machen, ne? Ganz wichtig. Und dann bin ich raus.